Hallo und herzlich willkommen bei InsideWeek. In diesem Video besprechen wir die Handelspläne für Kalenderwoche 3. In Kalenderwoche 3 sind folgende Märkte mit neuen Signalen dazugekommen, und zwar Dollar-Index mit einem Verkaufssignal, Australian-Dollar mit einem Kaufsignal, Soybeans, Soymeal, Korn mit einem Verkaufssignal, Krudöl mit einem Kaufsignal und Sugar, Deutsch Zucker, mit einem Kaufsignal. Schauen wir uns die erstmal auf dem Wochenchart nacheinander an. Dollar-Index. Wir sehen, dass wir im Dollar-Index einen aufsteigenden Wochentrend haben. Wir haben in der Vergangenheit viele Verkaufssignale bekommen gegen diesen Trend. Die haben alle dazu beigetragen, dass wir erstmal eine Korrektur hatten und noch keinen Trendwechsel. Aktuell sehen wir, dass der Seasonal Trend für diese Zeit oder für diese Periode oder für die folgende Periode auch ebenfalls steigend ist. Aus dem Grund lässt uns das vermuten, dass wir hier eventuell nur eine Korrektur sehen werden, keinen Trendwechsel. Dennoch, aufgrund oder beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass wir ein Verkaufssignal im Dollar-Index haben und darauf folgende Korrektur, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, könnten andere Währungen interessant werden, und zwar Canadian Dollar, weil wir hier Kaufsignale haben und haben hier eine klare Unterstützung. Und Canadian Dollar korreliert auch mit Energiesektor, und wir sehen Energiesektor aktuell stark. Dann haben wir hier auch Neuseeland-Dollar. So, der ist ebenfalls interessant, ist aber, wie man hier auf dem Wochenchart erkennen kann, schwächer als Canadian-Dollar. Und Australien-Dollar mit einem frischen Signal ebenfalls sieht schwächer aus als Canadian-Dollar. Aus dem Grund ist Canadian-Dollar für uns aktuell der interessanteste Markt, und aus dem Grund ist dieser auch auf die Watchlist gekommen. Schauen wir uns das nochmal genau an. Wir haben hier klare Unterstützung und seit 4 Wochen steigende Kurse. Seasonal Trend ist hier nicht auf unserer Seite, aber bei Währung saisonelle Verläufe sind mit Vorsicht zu genießen. Die Prognose Qualität der Seasonal Trend bei Währung lässt zu wünschen übrig. Bei Rohstoffwährung ist das etwas aussagekräftiger, bei anderen Währungen eher weniger. So, schauen wir uns andere Daten an. Darüber hinaus gibt es jetzt nicht viel zu sagen zum Canadian Dollar, als dass er auch noch mit Energiesektor korreliert. Und wir bei Energiesektor, wie wir bei Crude Oil gesehen haben, wo wir ein Kaufsignal bekommen haben, auch seit längerem hier aufsteigen Wochentrend haben. So, deswegen geht Canadian Dollar bei uns auf die Watchlist. Darüber hinaus haben wir noch Grain Sektor, wo wir erstmal Verkaufssignale haben. Wir sehen aber, dass wir hier eine aufsteigende Bewegung haben im Einklang mit Seasonal Trend. Deswegen gehen wir auch hier von einer Korrektur aus und werden hier die Korrektur dazu nutzen, um auf Kaufsignale in Wochentrendrichtung zu warten und sie dann auch zu handeln. Wir gehen auch aufgrund von Wetteranalyse davon aus, dass wir im Grain-Sektor eher aufsteigenden Wochentrend sehen werden. Deswegen aktuell ist das Bild in sich stimmig. Wir haben Wochentrends, die nach oben zeigen, und aktuell die Verkaufssignale, die wir haben, tragen zu Korrekturen dazu bei. Deswegen hier ist Geduld gefragt. Also Grain-Sektor wird für uns interessant oder bleibt für uns interessant. Wir müssen jetzt nochmal schauen, ob wir hier auch unser Trend oder Erweiterung dazu, die Strategie 1 ebenfalls anwenden können, wenn der Trend sich fortsetzt. Korn. So, beim Korn aufsteigender Trend, auch wenn es nur schleichend ist, ist die Tendenz trotzdem steigend. Seasonal Trend ist ebenfalls nach oben. Auch Grain Sektor, wie die Märkte, die wir vorher angeschaut haben, selbe Situation auch hier. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall hier aufmerksam. Soybeanöl, das ist der Markt, der für uns aktuell am interessantesten ist, was wir auch schon gehandelt haben. Auch hier saisonell Trend nach oben. Wir haben hier bereits ein Kaufsignal. Aus dem Grund, wie gesagt, dieser Markt ist für uns aktuell am interessantesten. So, Crude-Öl, Kaufsignal. Wir haben ein Kaufsignal in Wochentrendrichtung bei einer aufsteigenden Bewegung. Das ist meistens ein starkes Signal, und wir gehen davon aus, dass wir hier eine Trendfortsetzung sehen werden. Wir hatten auch in der Vergangenheit bei steigendem Trend Kaufsignale, die wir bekommen haben, haben auch alle dazu beigetragen, dass wir hier eine Trendfortsetzung hatten. Aus dem Grund gehen wir auch hier davon aus, dass wir hier im
Energiesektor steigende Kurse sehen werden. Zucker. Aktuell sehen wir, dass Zucker korrigiert hat bis 52 Moving Average. So, wir bekommen drittes Kaufsignal in Folge, welches sich aber nicht entfaltet. Auch sehr wichtig hier. Seasonal Trend ist ebenfalls hier nicht auf unserer Seite. Allerdings seitens Wettauswertung haben wir hier Anzeichen dafür, dass die Korrektur bald zu Ende ist und dass wir Trendfortsetzung sehen werden. Allerdings, wir positionieren uns niemals ohne eine Bestätigung auf dem Chart. Also, das heißt, wir werden abwarten, bis der Trend tatsächlich in die Richtung läuft und erst dann wird dieser Markt für uns interessant werden. Schauen wir uns die Märkte, die wir auf die Watchlist aufgenommen haben. So, auf der Watchlist haben wir Canadian Dollar, das haben wir bereits besprochen. Also wie gesagt, hier Kaufsignal plus Energie, starker Energiesektor plus ein Verkaufssignal im Dollarindex. Macht diesen Markt für uns interessant. So, ich bin Öl. So, das ist der Markt, wo wir aktuell noch Kaufsignal haben und wo unser Augenmerk drauf liegt. Crude-Öl habe ich bereits aufgezeigt. Kupfer. Kupfer können wir uns gleich anschauen. Also im Kupfer hatten wir bereits Ausbruch aus dieser Range, allerdings wurde der Kurs wieder in diese Range abverkauft. Allerdings ist die Tendenz hier nach oben steigend auf dem Tageschart. Das heißt, wir werden hier Reentry suchen. Wir haben hier auch einen Abschnitt, guten Abschnitt von saisonell steigenden Kursen. Das freut uns auch. So, Kupfer, wie gesagt, bleibt nach wie vor interessant, weil wenn wir auf dem Wochenchart den Kupfer anschauen, dann sehen wir ganz klare Unterstützung hier unten. Der Trend ist oder war vorher aufsteigend, starke Unterstützung hier im Bereich von 400, also somit gehen wir davon aus, und auch seasonal Trend für die nächste Zeit steigen, somit gehen wir davon aus, dass wir hier eher Trendfortsetzung haben oder sehen werden nach oben und deswegen sind wir hier in diesem Markt auch long eingestellt. So, noch ein Markt auf der Watchlist, das sind die Bonds. So, im Bonds haben wir gesehen, hier auf dem Niveau viele Verkaufssignale, im Niveau von bisschen was drüber von 160. So, und wir sehen hier einen starken Widerstand quasi und sehen, dass der Kurs hier nach unten Richtung Wochentrend läuft. Also es beginnt wieder die Fahrt nach unten auf. Wir haben hier längere Korrektur. Wir haben von der zuvor entstandene Bewegung nach unten haben wir letzten Jahr auch profitiert, konnten hier gutes Geld verdienen. Der Kurs hat dann korrigiert und jetzt aktuell beginnt der Trend erneut nach unten zu laufen. Also was jetzt im Einklang mit dem seasonal Trend ist, so im März insbesondere im März sind die Bonds auch schwach und das heißt, wir haben jetzt saisonell gesehen schwache Monate vor uns und das unterstützt ebenfalls den fallenden Trend hier in Bonds. So, natürlich die COT-Daten ebenfalls. Aus dem Grund haben wir das auf die Watchlist aufgenommen, weil wir davon ausgehen, dass wir hier bei der Trendfortsetzung gute Trading-Chancen bekommen werden. So, schauen wir uns die möglichen Einstiege. Da wir unter der Woche keine Handelspläne mehr posten, werde ich hier die möglichen Szenarien ansprechen, die im Laufe der Woche sich entfalten könnten. Also wir haben hier im Canadian Dollar bereits einen Kurs, der über 18 Moving Average notiert. Wir haben hier Trendcatcher als Einstiegspattern. Dieser liegt auch vor. Wir haben hier auch am Freitag eine Korrektur gesehen. Das heißt, wenn der Kurs nach oben geht, dann haben wir eine Bestätigung für die Trendfortsetzung und der Einstieg könnte folgend aussehen. Also nach Trendcatcher-Pattern könnte Einstieg aussehen, indem wir am Hoch vom Donnerstag einsteigen und dann den Stopp auf das Tief von Donnerstag platzieren. Das wäre ein möglicher Einstiegspattern. So, schauen wir uns den nächsten Markt an. Kupfer ist wie gesagt spekulativ. Wir haben letzte Woche gesehen, wie wir Kupfer gehandelt haben. Schaut bitte nochmal in den Handelsergebnissen. Wie gesagt, das war ein spekulativer Einstieg mit kurzem Stopp. Die Impulse gingen in unsere Richtung. Dann wurde wieder abverkauft. Das ist normal, wenn wir einen Range-Mark haben. Der Kurs tut sich schwer, aus der Range einfach auszubrechen und oben zu bleiben. Also er tendiert auch nochmal zurückzukommen. Aus dem Grund macht es Sinn, hier mit wirklich kurzen Stops zu arbeiten, damit man nicht unnötig Geld verliert. Aus dem Grund, wenn man sich entscheidet, hier in diesem Markt ebenfalls einen spekulativen Trade zu machen, könnte der Trade so aussehen, dass wir hier
von dieser Bar oder beziehungsweise von dieser Bar aus, von Freitag ausgehen. Und zwar hier denke ich mal, wenn wir die Range betrachten, dann ist die Range von der Bar von Freitag ein guter Stopp, der quasi für den Trade verwendet werden könnte. So, nächste Mal Bonds. Wie gesagt, bei Bonds haben wir gesehen, dass Bonds hier diese Unterstützung ausgenommen haben. Der Kurs notierte drunter, hat etwas zurückkorrigiert. Seasonelle Trend verläuft hier für die nächste Zeit fallend. Aus dem Grund könnten wir die Korrektur dazu nutzen, um hier in diesem Markt einen Einstieg zu planen. Wie gesagt, am Freitag war stark ausverkauft. Der Einstieg haben wir hier etwas verpasst, aber dennoch könnten wir darauf spekulieren, dass der Kurs zurückkommt und uns abholt. Und hier am Tief vom Freitag dann in den Markt einzusteigen mit einem Stopp hier oben, das könnte ein guter Einstieg sein. Die alle Einstiege schulen wir bei uns im Coaching, also für diejenigen, die noch nicht im Coaching sind. Wie gesagt, um alle diese Einstiege kennenzulernen, die Stoppsetzung, das Risk- und Money Management, wie man sich in den Märkten richtig positioniert. Also das alles lernt man bei uns im Coaching. Unter dem Video findet man dann Button für das Infogespräch. So, Kursziel. Viele, die schon länger dabei sind, kennen das. Also für die, die noch nicht sind, kann man die Korrektur oder die Range der Korrektur als Kursziel nehmen. Für das Kursziel. Schauen wir uns als nächstes die offene Position aus dem Better Trading an. Wir haben in unserem Better-Kanal gepostet eine Meldung über ein Extremwetterereignis in Brasilien. Also davon sind Minen und die Ernten betroffen. So, daraufhin haben wir eine Long-Position aufgebaut von 1000 Aktien in BHP. Wie ich bereits im letzten Webinar angekündigt habe, das Webinar, das am 11. stattfand, 11. Januar, dort haben wir angekündigt die Pläne für 2022 und ein Punkt war dort, dass wir anfangen, die Rohstoffaktien zu traden. Wir haben das letztes Jahr gemacht, nicht öffentlich, für uns, um einfach das alles, was wir uns da analysiert haben oder zu Erkenntnissen, die wir gewonnen haben aus der Wetteranalyse dann in Praxis zu testen und das funktioniert. Also unser Ergebnis, sowohl historisch Test als auch praktisch Test von letzter Woche, das funktioniert, das alles, was wir hier machen und lernen bei uns in unserem Wetterkurs, das funktioniert in Aktien und Rohstoffaktien, Rohstoff-ETFs. So, das heißt, wir werden auf unserem, oder wir machen jetzt bereits schon, auf unserem Wetterkonto handeln wir ebenfalls Rohstoffaktien und Rohstoff-ETFs. Wir haben hier eine Rohstoffaktie gekauft, das ist wie gesagt das BHP, so mit 1000 Shares, also 1000 Aktien, aufgrund von diesen extremen Wetterereignissen in Brasilien. Als nächstes haben wir aufgebaut eine Position in Boyle. Boyle, das ist ein ETF auf Natural Gas. Wir haben endlich verstanden, lange hat es gedauert, aber besser später als nie. Wir haben endlich verstanden, was die Preise für Natural Gas beeinflusst. Also das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Erkenntnis unserer Meinung nach, weil dadurch können wir sehr treffsichere Prognosen für Gaspreis ableiten und somit können wir uns entsprechend davon als Spekulanten davon profitieren. So, das alles lernen wir ebenfalls bei uns in unserem Wetterkurs. Hier sehen wir die Meldung, die wir gepostet haben, ebenfalls in unserem Telegram-Kanal über Natural Gas. Also wir werden hier Natural Gas auf dem Wetterkonto öfter traden mit dem Boyo als ETF und auch mit einem Future. So, mit Future haben wir bereits einige Trades gemacht, haben aufgezeigt, wie das geht. Jetzt möchten wir das mit Boyo machen, weil insbesondere für diejenigen, die mit Futures nicht vertraut sind. Und wir haben ja gesehen, dass in unserem Wetterkurs auch Trader sind, die keine Future-Trader sind, sondern das sind auch Trader und oder beziehungsweise Trader und Positionstrader aus den Aktien. Und deswegen denke ich mal, insbesondere für diejenigen wird Aktientrading oder ETF-Trading, Commodities-Trading mit ETF und Aktien ebenfalls interessant sein. Auch kennen wir die steuerliche Situation in Deutschland. Und wenn man eine GmbH hat und innerhalb von der GmbH Aktien
Trading betreibt, dann ist das sehr, sehr steuervergünstigt. Ich glaube, lass mich jetzt nicht festnageln, aber das liegt im einstelligen Prozentbereich, im unteren einstelligen Prozentbereich, was man da dafür innerhalb von der GmbH an Steuern zahlt. Aus dem Grund ist das sehr lukrative Geschichte. Deswegen macht es Sinn, in die Richtung zu gehen und für uns ebenfalls interessant, auf ein neues Level zu kommen, auch die Erfahrung zusammen mit Aktien und ETFs. Für diejenigen, die Aktien traden und merken, dass wir jetzt nicht optimale Auswahl der Aktien treffen, das sei uns gegönnt, weil, wie gesagt, wir haben noch nicht so viel, noch keine Jahre Erfahrung mit Aktientrading und aus dem Grund ist eventuell bei der Auswahl der Aktien nicht immer eine optimale Entscheidung. Nicht eine optimale Entscheidung liegt vor, aber wir arbeiten uns in die Richtung, also wir sammeln immer mehr Erfahrung und ich denke mal auch mit der Zeit wird die Auswahl der passenden Aktien, die die Auswirkung von einem extremen Wetterereignis optimal abbilden und uns davon gewinntechnisch partizipieren lassen, also wird immer besser. Also wie gesagt, wir lernen mit jedem Trade immer dazu. So viel zum Wettertrading. Bitte darauf achten, am Montag ist Holiday, also quasi Feiertag in den USA. Also das heißt, einige Börsen werden geschlossen sein, elektronische Trading Sessions werden offen sein, aber aufgrund dessen, dass Amerika in Urlaub ist, wird Volumen extrem niedrig sein. Somit bitte darauf achten beim Trading. So, das war's von uns für heute. Wir arbeiten jetzt am neuen Format. Wie ihr gerade merkt, der Handelsplan am Sonntag. Wir versuchen sie jetzt noch umfangreicher zu gestalten, damit man, wie gesagt, noch bessere Handelspläne für die kommende Woche hat und dementsprechend von unserem Wissen und Erfahrung noch besser profitieren kann. Dieses Format steht noch nicht fest. Wir gerade versuchen jetzt neue Informationen in die Handelspläne am Sonntag aufzunehmen. Bitte gibt uns da auch ein bisschen Zeit, bis wir den optimalen Format finden und auch die Handelspläne am Sonntag maximal informativ gestalten. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen eine gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche, viele gute Trades und wie immer, denk an die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading.